Ja, moin, schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal gelandet seid. Wir wollen heute etwas Besonderes bauen. Und zwar kennt ihr vielleicht die Domino-Fräse von Festool. Die würde ich ganz gern mit dieser Makita-Kantenfräse ein bisschen nachbauen. Ihr kennt wahrscheinlich auch diese kleinen Domino-Dübel. Die habe ich jetzt schon eine Ewigkeit liegen und ich wollte das Ding schon immer mal bauen. Ich muss auch zugeben, ich habe so ein bisschen, ja, Respekt davor, das muss genau werden. Das war für mich so ein bisschen Angang, aber heute machen wir das endlich mal. Aber bevor wir jetzt loslegen, möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken bei euch Abonnenten, euch Zuschauern. Ich habe vor kurzem die 5000 Abonnenten erreicht. Das finde ich natürlich super und ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin so zahlreich am Ball. Guckt weiter meine Videos, wird mich tierisch freuen. Aber wir fangen jetzt erstmal an. Muss ein paar Sachen zurichten. Ich habe mir schon ein bisschen Buchenholz abgerichtet. Das ist schon auf Dicke gehobelt. Daraus wird die Grundplatte nachher werden. Ich habe auch schon eine tolle Zeichnung gemacht. Und zwar diese hier. Die werde ich euch nachher auch nochmal, wenn sie fertig ist, zum Schluss einblenden. Ich habe aber mir das Ganze natürlich nicht selber ausgedacht. Das haben ja viele schon so gebaut. Und ich werde euch auch unten verlinken, wo ich das her habe. Auch dazu werde ich so ein bisschen die Pläne herannehmen. Die hat der YouTuber eingestellt. Das könnt ihr euch nochmal angucken, das Video. Danach werde ich so ein bisschen bauen. Aber naja, wie man das beim Vorrichtungsbau eben kennt, werde ich noch ein bisschen was anders machen. Ich werde noch ein paar Funktionen einbauen. Ich habe mir überlegt, ich möchte das Ganze variabel machen, dass ich nicht wirklich nur genau diese Domino-Dübel einsetzen kann, sondern dass man die ein bisschen verschieben kann. Eben auch wieder bei der Festool-Domino-Fräse. Da geht das ja auch. Da kommen noch so ein paar Features dazu. Deswegen ist das auch so ein bisschen Angang für mich heute hier, weil es muss einfach genau werden. Ich muss mir viel überlegen. Und naja, wahrscheinlich wird auch wieder einiges schief gehen. Ich habe auch so ein paar Stangen, diese Linearwellen hier besorgt. Da sind schon Lager drauf. Auch die muss ich noch absägen. Ich weiß nicht, ob man die einfach mit der Eisensäge sägen kann oder ob man die flexen muss. Keine Ahnung. Ich habe mir auch so einen Stopper noch gebaut. Könnt ihr hier schon sehen. Den brauche ich nachher auch. Ich habe mir auch eine Feder selber gebaut. Das ist diese hier. Die ist noch nicht passend. Die muss noch auf Länge gezogen werden. Dazu habe ich mir eine Vorrichtung gebaut. Die zeige ich euch nachher mal in Aktion. Ich werde das noch einfach mal mit einem Stück Draht machen, um euch zu zeigen, wie ich das gebaut habe oder wie ich die Feder ge gebogen habe. Leider habe ich das damals nicht mitgefilmt. Das ging nämlich total super und ich dachte nicht, dass der erste Versuch wirklich so gut klappt. Deswegen, ich zeige euch das nachher nochmal, wie ich das mit diesem Draht hier gemacht habe. Das ist wirklich Federstahl und den muss ich mir sowieso noch ein bisschen hinziehen, dass ich die entsprechende Länge habe, weil man braucht das hinterher auf dieser Linearwelle. Ja, fangen wir erstmal an. Holz absägen, Holz zurichten. Fräsen, da müssen ja die Lager dann rein. Das sind ja diese kleinen Dinger hier. Auch wie in dem Originalvideo, wie gesagt, wird unten verlinkt, könnt ihr euch da ansehen. Ich zeige euch das, wie ich es mache. Ich will versuchen, dass ich das möglichst genau hinkriege, weil ansonsten taugt das hinterher auch nichts, wenn man die Domino-Dübel einsetzen möchte. Okay, auf geht's. Ja, so sieht mein schöner Plan jetzt aus. Wir können aber tatsächlich die Maße, die der YouTuber da angegeben hat, das sind nämlich diese hier, die können wir tatsächlich für die Grundplatte nehmen, denn wir wollen ja im Prinzip erstmal so eine Platte bauen. Das heißt, ich werde mir jetzt dieses Maß nehmen, dieses Maß, also sehe ich mir erstmal aus dem Stück hier zurecht. Was ich eigentlich machen werde, ich werde das hier erstmal nicht teilen, ich werde das im Ganzen lassen, dann fräsen für hier und hier vorne für die Lager. Und werde das zum Schluss dann durchsägen. Das ist nämlich viel einfacher fürs Fräsen, dann hat man es leichter auch beim Festhalten und so weiter. Aber dieses Stück kann ich komplett so übernehmen und das werde ich mir jetzt erstmal aus diesem Stück hier zusehen. Also das war jetzt nicht ohne, ich habe das hingekriegt, aber also für die Finger ist das nicht gesund. Ich muss das andere Stück, da muss ich mir was überlegen. Das werde ich irgendwie vorher einsägen, nur noch den Rest mit der Fräse. Ich weiß noch nicht. Also das ist einfach viel zu klein, um das hier am Frästisch zu machen. So wie ich das jetzt gemacht habe. Vielleicht fällt mir was Besseres ein, aber das ist mir zu heiß hier mit dem kleineren Teil. Wo habe ich es? Hier ist es. Mit dem kleineren Teil hier. Das muss ich ja jetzt so rüberführen. Das andere, das ging ja noch, weil das konnte man so rüberführen. Jetzt ist man natürlich mit den Fingern weiter weg, aber man kann natürlich viel weiter oder viel mehr kippeln dabei. Deswegen, das wird nie gut gehen. Das fliegt mir weg.
Rest machen wir jetzt mit einem Trick. Und zwar habe ich mir den Fräser auf die Höhe wieder eingestellt. Ich habe den ein bisschen zu hoch eingestellt und habe ihn dann wieder runtergelassen. Das heißt, die Höhe habe ich schon. Und ich werde das jetzt hier ankleben mit beidseitigem Klebeband. Und dann kann ich den ganzen Block hier so längs führen. Dann sollte mir der ganze Kram auch nicht wegrutschen. Jetzt mal gucken, ob ich das so festkriege. Dann kann ich noch einmal die Tiefe fräsen und ich muss noch ein bisschen an den Wangen hier wegnehmen. Das heißt, es wird hier noch ein bisschen was weg müssen. Ich habe jetzt hier erst 12 und ich brauche 15, also noch 1,5 mm auf beiden Seiten. Das muss ich dann auch noch hinkriegen. Aber ich glaube, das ist jetzt der beste Weg, das so zu machen. Dann hat man nämlich eine Führung und kann auf diesem Block hier sozusagen rutschen. Und dann kann eigentlich nichts passieren. Alles gut gegangen soweit, Finger sind noch dran, alles prima. Ja, es war jetzt eine gute Idee mit dem Klebeband, das so nochmal anzubacken und dann immer wieder umzudrehen, so dass das passt. Und wie man sehen kann, passen jetzt hier auch super die Lager rein. Die werden ja sowieso nachher noch ein bisschen festgeklebt, insofern, das muss jetzt nur drin sein, vernünftig. Und ich denke, ich habe die 12 mm auch eingehalten, die wir hier in Tiefe haben sollten, laut Plan. Auch das passt. Und dann habe ich es nachher ein bisschen leichter, wenn ich dann das Ganze zusammenbaue. Das kann ich jetzt nach Plan erstmal so machen, wie gesagt, und dann habe ich mir noch ein paar Sachen überlegt, da muss ich noch mal ein bisschen aufpassen. Ich weiß jetzt aber auf jeden Fall wieder, warum das für mich so ein Angang war. Das ist eine tierische Frickelei und ich habe ja eigentlich noch nichts geschafft. Ich habe jetzt hier drei Teile habe ich eigentlich nur und weiter ist nichts passiert. Finger sind noch dran, das ist gut, aber ansonsten tierisch viel Aufwand. Ich wusste, warum ich mich so lange damit gequält habe. Ja, wie ihr sehen könnt, soweit die Teile hier. Die kommen jetzt so und so dahin. Das habt ihr ja in dem Originalvideo, falls ihr euch das angesehen habt, auch gesehen. Nee, Moment, das gehört so. Da kann man natürlich nicht sehen, wie lang das immer so dauert, wie viel Aufwand das ist, wie gefährlich das vielleicht auch ist. Das heißt, man sollte sich immer überlegen, wie man das genau macht, damit einem nichts um die Ohren fliegt. Das konnte man im Originalvideo eben alles nicht sehen. Das ging eigentlich ratzfatz, die Teile schön gemacht und so weiter. Und naja, jetzt kann man mal sehen, wie viel Aufwand das auch ist. Ich bin jetzt vor circa 3 Stunden dran. Bis man das alles so zusammen hat. Natürlich dauert es mit der Kamera auch noch länger. Aber einfach nur mal fürs Gefühl. Ich habe das jetzt mal alles so aufgebaut. So soll das ja nachher laufen. Und jetzt ist es wichtig, dass diese Markierungen hier ganz genau werden. Das heißt, die Stangen, die werden ja nachher so durchgeschoben. Und hier an den beiden Stellen muss ich jetzt gleich bohren. Und das muss super genau werden auf beiden Seiten, damit das nachher wirklich schön so läuft. Ich habe mir jetzt den ersten hier so eingerichtet, dass ich wirklich genau auf dem Strich lande. Ich gehe aber absichtlich ein bisschen nach oben, weil ich möchte nachher, dass die Plattform etwas höher liegt. Dann komme ich nicht, wenn ich den Griff anschraube, dann komme ich nicht gegen die Seitenteile. Das habe ich mir überlegt, deswegen gehe ich ein bisschen höher. Werdet ihr aber nachher sehen, warum das wichtig ist. Ich bin also ein bisschen aus der Mitte rausgegangen, nur 1 mm. Worauf ich jetzt auch achten muss, ist, dass ich die beide so bohre. Das heißt, den zweiten werde ich im Prinzip so bohren. Ich bohre jetzt erstmal den, dann nehme ich den weg, lege den wieder an, damit ich, weil die Teile so übereinander liegen müssen, wenn nachher die Stangen dazwischen kommen, damit ich wirklich genau auf der gleichen Stelle hier rauskomme. Und so werde ich das bei der anderen Seite dann auch machen, werde ich mir wieder den Stopblock ansetzen und den einen so rumbohren, den anderen so rum. Hier könnt ihr sehen, wie das jetzt läuft. Das heißt, der ganze Block, der lässt sich so verschieben. Die zweite Seite, ich gehe davon aus, dass sie genauso passt, weil ich die Stange noch nicht abgesägt habe, kann ich das noch nicht so ohne weiteres rüberschieben. Das sitzt wirklich stramm hier drin. Und jetzt könnt ihr hier sehen, an dieser Stelle ist hier eine leichte Kante, das war Absicht, weil ich möchte nachher über diesen Block hier, hier kommen ja die Seitenteile hin, möchte nachher auf jeden Fall mit dem Griff drüber stehen können, dass ich also nicht Gefahr laufe, irgendwie gegen die Seitenwand zu kommen. Aber das sollte so funktionieren. Ich habe mir das mal so ein bisschen ausgemessen jetzt. So ungefähr muss das dann nachher liegen hier. Und ich brauche halt die Möglichkeit, zu beiden Seiten noch etwas auszuschwenken. Jetzt kommt hier noch der Domino rein und noch ein bisschen Luft. Das heißt, ich werde mal die Seitenteile auf 12 absägen. Dann lande ich da und da. Das heißt, ich kann die so ein bisschen reinstecken in das 9er Holz, was hier an der Seite kommt. Also hier wird nachher ein 9er Seitenteil sitzen, 9 mm. Und dann habe ich noch den Rest von 50 eben über, das sind dann 26 durch 2 und das heißt, ich habe hier die Möglichkeit dann wirklich 13, das wäre ungefähr so viel, Stück einsetzen und dann käme der bis dahin raus ungefähr. Dann habe ich genug Platz, um hier nach hinten rauszufahren und so mache ich das jetzt. Das heißt, ich säge mir aus diesem Stück jetzt hier 2 13er und 2 12er raus und dann habe ich die Teile schon fertig.
Also das kann man vergessen. Ich hatte mir so gedacht, ich säge das einfach ab mit der Eisensäge. Die Welle ist scheinbar gehärtet und so weiter. Also das wird hier nichts. Dann muss ich doch eine Flex auspacken. So, auf geht's. Mir ist jetzt mal so hingelegt, wie das später werden soll. Und jetzt habe ich mir ausgemessen, dass ich hier eine 18er Länge fürs Seitenteil brauche. Und ich werde es hier vorne höher machen, auf 5 cm, hinten auf knapp 3 cm, 3,2. Ihr werdet nachher sehen, wofür. Da kommt noch ein Metallstück hin. Ich möchte mich dafür sorgen, dass ich das Ganze noch ein bisschen begrenze, beziehungsweise auch loser machen kann. Das wird ja die Breite sein für den Dübel. Und auf beiden Seiten werde ich jetzt ein Metallstück noch einlassen, das man nachher wegklappen kann, sodass man im Prinzip ein bisschen breiter fräsen könnte, damit man den Dübel dann noch so ein bisschen hin und her bewegen kann. Das aber nur für den Fall, dass man das machen möchte. Ansonsten wird der Metallbügel immer runtergeklappt sein. Das heißt, es wird normal auf genau das Maß gefräst später. Habe mir jetzt die beiden Seitenteile aufeinander geklebt mit etwas beidseitigem Klebeband. Und die werde ich jetzt komplett durchbohren, dann weiß ich auch wirklich, dass die angezeichneten Löcher an der gleichen Stelle sind. Ich habe die Bohrung jetzt soweit fertig. Ich habe auch die Teile da angebracht, könnt ihr sehen. Die kann man jetzt so ein bisschen wegklappen. Und später kann man das dann nämlich als Anschlag nutzen. Das heißt, so ist die Normalstellung. So wird er immer passgenau arbeiten. Und wenn man das hochdreht, dann holt man sich so, ja, circa 1 mm auf beiden Seiten raus. Hat also noch ein bisschen Platz, um den Domino-Dübel noch zu verschieben. Ja, wie weit bin ich denn nun gekommen? Also es war wieder einiges an Gebastel. Ich habe jetzt mal ohne euch die Grundplatte und das Ganze eingepasst, Grundplatte angeschraubt, alles ausgerichtet. Soweit bin ich gekommen. Ich habe jetzt die Lager eingeklebt mit Epoxidharz oder zwei Komponentenkleber ist das, glaube ich, viel mehr. Gibt es übrigens bei Action für kleines Geld. Ja, das muss jetzt trocknen und während das Ganze jetzt trocknet, zeige ich euch mal, wie ich meine Feder damals gedreht habe. Ich hatte ja gesagt, dass ich mir eine kleine Vorrichtung gebaut habe. Das ist das Teil und in Funktion werdet ihr das jetzt gleich mal sehen. Ich mache das jetzt exemplarisch mal mit so einem Stück normalen Draht. Also ich habe mir hier ein Loch gebohrt, fädel hier den Draht ein und auf der anderen Seite klemme ich den einfach nur fest in der Mutter und im Schraubenkopf. Da muss man erstmal rankommen, ist ein bisschen gebastelt. Geht aber. Müsst ihr im Prinzip zurückdrehen. Ich setze jetzt einfach den Akkuschrauber an. Achtet darauf, dass er in die richtige Richtung dreht. Und dann könnt ihr die Feder aufwickeln. Mit dem richtigen Federstab würde das jetzt auch funktionieren. Das würde nicht übereinander gehen. Also funktioniert das. Weiter geht's jetzt mit dem Griff. Da kann ich auch nach Plan arbeiten. Das heißt, ich kann hier einfach die Maße nehmen, 80 mal 90. Ich brauche einen 65er Kreisausschnitt. Mache ich mit dem Kreisschneider. Zuvor muss ich mir die Teile erstmal kurz zurechtsägen und dann wird das an der Bohrmaschine eben ausgeschnitten, fertig zusammengeleimt und so weiter. Also eigentlich auch wie im Originalvideo. Das werde ich genauso machen. Ich werde eigentlich keinen Griff anbauen. Das geht so, denke ich mal, dass man die Maschine einfach so hält und das spare ich mir an der Stelle. Erstmal einen kleinen Test machen. Ich muss den erstmal einstellen, den Kreisschneider. Das passt ja nie so genau, also zumindest ist es bei mir so. Das heißt, einmal werde ich einen Testkreis ausschneiden oder vielleicht sogar zweimal, je nachdem, wann es denn passt. Da ich vor der Nummer mit dem Kreisschneider mal wirklich Respekt habe, habe ich mir das jetzt alles wirklich hier fest eingespannt. Der Klotz kann nicht mehr weg, zu keiner Richtung. Den werde ich jetzt bohren von der einen Seite, dann umdrehen. Das Ganze nochmal und möglichst weit weggehen davon. Irgendwie habe ich da immer ein bisschen Respekt vor. Es geht schon wieder los. Verdammt. Ich weiß echt nicht, wer sich diesen Scheiß ausgedacht hat hier mit dieser Spitze, die den
das Werkstück dann hochzieht, weil sie sich die Spitze reindreht. Ich werde das mit dem Achterbohrer vorbohren, dann habe ich das Problem nicht mehr und dann bleibt der Klotz auch liegen. So ein Mist. Hat soweit geklappt. Ich musste noch ein bisschen nacharbeiten, das heißt, ich habe den Fräszirkel noch mal ein bisschen weitergestellt, aber das Ding passt jetzt hier super rein. Und jetzt werde ich ganz normal, wie der andere YouTuber das gemacht hat, hier auch die Schrauben reinsetzen, hier nochmal einmal einsägen und das ein bisschen begradigen oben und dann ist das Ding auch fertig, dann kann man das aufkleben. Ja, ich habe halt immer noch ein bisschen Respekt vor dem Kreisschneider. Manch anderer macht das einfach so, hält da die Finger hin. Ich habe da einfach Schiss, da fliegt mir zu viel um die Ohren, befürchte ich zumindest immer. Deswegen mache ich das so, immer schön alles festspannen und möglichst weit weg und Schutzbrille auch noch auf, dann geht das auch gut. Was ich jetzt allerdings anders machen werde, als in dem Original-YouTube-Video zu sehen ist, ich werde natürlich erst mit dem 6er Loch bohren, dann den Bohrer wechseln, das mit dem 8er dann bohren, natürlich auf entsprechende Tiefe, dass ich nicht zu weit runterkomme. Ich will ja noch die Möglichkeit haben, das verspannen zu können. Und dann mache ich das auf der anderen Seite genauso, das heißt, ich drehe das um, mache mir einen Anschlag hier hin und bohre natürlich erstmal mit dem 6er, dann mit dem 8er und so weiter. Ist ein bisschen mehr Aufwand, wird aber genauer und so mache ich das halt. Dann treffe ich auf jeden Fall auch die Mitte des Loches. So, jetzt wollte ich mal kurz gucken, wie weit ich runter will. Das sind jetzt hier 22. Das heißt, ich setze den Bohrer jetzt auf, stelle das Ding hier auf 0 und bohre dann 22 mm runter. Das heißt, ich lande genau in der Kante und der Rest, den habe ich hier als Steg stehen und kann das noch verschrauben. Jo, das Ding ist jetzt soweit fertig, die Schrauben sind auch drin. Ich hatte noch einigen Spaß, weil das Gewinde zog nicht. Ich musste also noch ein bisschen tiefer bohren und noch längere Schrauben vom Nachbarn besorgen. So ist das halt immer, hält tierisch auf. Aber jetzt geht's weiter, jetzt wird das verbunden. Und zwar, das wird jetzt mit diesem Teil hier zusammen verleimt. Das werde ich genauso einfach verbinden wie auch in einem YouTube-Video, was ich unten verlinkt habe. Aber ich werde das außerhalb des Ganzen machen. So kann ich dann hinterher oder muss ich dann hinterher nicht irgendwie was unterlegen zum Verpressen. Ich kann das also jetzt einfach hier draußen außerhalb zusammen leimen und zusammen pressen und dann ist gut. Während das jetzt trocknet, können wir uns eigentlich schon um das Teil kümmern, was hier vorne dran kommt. Hier muss ja noch so eine Wand hin. Das säge ich mir jetzt erstmal zurecht. Ich habe das sowieso so gemacht, dass ich alles geschraubt habe. Das hat den Grund, dass ich das vielleicht noch ein bisschen variieren möchte, dass ich das so noch verschieben können möchte, falls dieser Dübel dann doch nicht so sitzt, wie ich das gerne hätte. Und deswegen werde ich erstmal nichts leimen, ich werde alles verschrauben und zum Schluss, wenn alles perfekt passt, werde ich das nochmal auseinanderschrauben, dann leimen und dann vielleicht die Schrauben nochmal neu setzen oder das auch so verschrauben, wenn es doch gepasst hat. Mal gucken. Also wie gesagt, zum Schluss wird geleimt und jetzt bauen wir erstmal das Teil kurz mal, und zwar diese Wand, die da hochkommt. Ich glaube, da werde ich auch genau die Maße nehmen, die in der Zeichnung waren, ist am einfachsten, ich brauche da nichts anderes. Das ist jetzt das Teil, was da rankommt vorne. Das soll ja nachher so sitzen. Und ich habe mich dazu entschieden, dass ich nur eine Rändelschraube einbauen werde. Das reicht auch, um das zu fixieren und das werde ich jetzt hier einsetzen. Dazu muss ich glaube, das ist ein 10er Loch oder sowas. Ja, das ist ein 10er Loch. Jetzt muss ich erstmal hier jetzt ein Loch bohren, dann das Ding eindrehen und dann habe ich hier die Möglichkeit, das zu führen nachher mit nur einer Schraube dann. Was ich mir auch schon anzeichnen kann, sind die Rundungen. Ich mache da auch eine Rundung drauf. Dann nehme ich mir meine Schablone, die ich zum Fräsen mal gebaut habe. Das kann man ja genauso zum Anzeichnen nehmen. Ich mache mir jetzt nicht die Mühe und fräse das, sondern ich zeichne das einfach ein und schleife das weg. Oder säge das erstmal weg und schleife es dann. Das lohnt jetzt nicht, dafür einen Fräser auszupacken. Gut, kann ich euch auch mal oben rechts verlinken, wie ich das Ding gebaut habe und wie das sonst so funktioniert, wie man hier die Radien verändert. Ist ganz witzig geworden, das Ding kann man ganz gut gebrauchen. Da kommen jetzt erstmal zwei Schrauben rein. Und zwar habe ich mir den Abstand schon abgenommen hier auf Hälfte. Ich muss nur gucken, dass ich jetzt nicht hier irgendwo da lande, wo die Metallstange ist, also hier unten und oben. Und da mache ich jetzt, wie gesagt, einfach nur zwei Verschraubungen rein. Das wird hinterher nochmal geleimt irgendwann. Jetzt erstmal nur schnell Schrauben rein.
Jetzt war das ja auch gut, dass ich hier die Kanten gemacht habe. Damit kann man nämlich wunderbar jetzt verzwingen. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch eine Schraube vorzubohren, reinzusetzen, die beiden Seiten vielmehr. Und dann kann ich die anderen beiden Schrauben bohren. Da verzieht sich dann auf jeden Fall nichts mehr. Das ist jetzt das, was ich soweit fertig habe. Jetzt werde ich das mal einfräsen. Ich brauche jetzt einfach mal ein Erfolgserlebnis. Ich muss mal sehen, wie das funktioniert. Ich fräse jetzt mal rein und dann ist für heute Feierabend. Bei euch geht es natürlich gleich weiter. Das ist jetzt irgendwo ein Denkfehler. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich bin ja viel zu breit. Ich habe irgendwas nicht mitbedacht bei der ganzen Geschichte hier. Deswegen wollte ich das Ganze variabel gestalten können und deswegen wollte ich das zur Not nochmal ein bisschen in der Breite verändern können. Jetzt muss ich erstmal drüber nachdenken. Was ist also passiert? Ja, ich glaube, es ist einfach total simpel. Ich habe die Hälfte des Fräsers nicht mitbedacht. Wenn man sich das hier so ansieht, das ist immer genau, aber das sind genau 5 mm, die jetzt hier fehlen. Das heißt, der Schlitz ist einfach 5 mm zu breit und das ist so, weil ich immer einen halben Fräser nicht mitbedacht habe. Die Lösung ist aber auch relativ simpel jetzt. Ich habe einfach innen was reingeklebt, das zeige ich euch gleich und damit funktioniert das jetzt auch. Ich habe auch mal eine Testfräsung gemacht, der ist jetzt super spack da drin, so wollte ich das haben. Und jetzt kann man das natürlich erweitern durch diese kleine Vorrichtung mit den Metalllaschen, dass man eben den ein bisschen flexibel 1-2 mm noch verschieben kann. So wollte ich das haben. Jetzt geht es weiter mit dem letzten Schritt. Jetzt muss ich noch diese Auflage bauen und ein bisschen mit Plexiglas Sichtfenster machen und so weiter. Und ich will ja diesen Knauf noch anbringen. Wo ist er? Hier ist der Knauf. Der kommt auch noch ran. Den habe ich noch liegen. Das ist ein Festool-Knauf. Den fand ich jetzt ganz schön. Dann hat man das ganze Ding jetzt besser in der Hand. Und ich werde das auch ein bisschen größer bauen als im Originalvideo. Das heißt, die Auflage wird größer sein. Hier könnt ihr noch mal kurz sehen, was ich gemacht habe. Ich habe also einfach nur 2,5 mm mit der Kappsäge abgesägt, so ein Blättchen sozusagen, habe das halbiert, habe das auf der einen Seite und auf der anderen Seite aufgebracht, einfach nur mit Sekundenkleber angeklebt. Und jetzt könnt ihr eben sehen, dass das hier anschlägt an der Stelle. Und wenn man möchte, kann man den Metallstreifen jetzt hier wegklappen und dann kommen wir noch ein bisschen weiter rüber. Somit haben wir dann einfach ein bisschen mehr Luft für den Domino. Jetzt müssen wir hier die Nut reinmachen. Das heißt, ich suche mir hier die Mitte aus. Das macht man am besten immer von beiden Seiten. Dann kann man genau sehen, wo man dann landet. Ich habe das jetzt schon eingerichtet, habe das so eingestellt, dass der Fräser circa bis da rauskommt. Auf der anderen Seite auch. Ich habe hier einen Stopblock. Ich werde das ganze Ding zum Schieben nehmen. Das heißt, ich lege mir das hier so hin, werde das dann runterlassen und werde es dann rüberschieben. So kann da nichts passieren. Beziehungsweise ich kann es auch schon runterlegen und in den Fräser hochfahren. Ich habe ja hier diese tolle Technik mittlerweile, dass man ihn so bewegen kann. So sieht das jetzt aus, die Aufhängung. Ich habe das jetzt auch absichtlich so gemacht, dass ich hier eine 6er-Nut gemacht habe, obwohl das nur ein 5er Fräser sein wird, weil man das sowieso nicht ganz hinkriegt, genau zu treffen. Und jetzt kann man sehen, man kann das noch ein bisschen variieren hier zu den Seiten. Damit passe ich jetzt genau bündig hier, oder komme ich bündig hier aus an der Stelle. Ja, dann kommt das Ding jetzt hier drunter und dann kommen halt hier noch so Dreiecke dran, um das zu stabilisieren. Vorher muss ich natürlich da auch noch eine Plexiglasscheibe einbauen, aber das wird im Prinzip wie bei dem anderen jetzt. Um hier jetzt dieses Plastikstück einzulassen, das Plexiglas, das soll ja noch ein bisschen beweglich sein, muss ich natürlich die Tiefe haben. Das heißt, es muss hier so reingefräst werden. Das ist eigentlich relativ einfach, das legt man sich hier dazwischen. Dann braucht man das eigentlich nur noch runterzudrücken bzw. runterzuschrauben. Und dann hat man genau die Tiefe. Ich habe mir das Teil jetzt von unten hier angeschraubt. Da war ja das Loch für den Knauf hier von der anderen Seite. Da habe ich jetzt einfach eine Schraube reingedreht mit dem Abstandhalter. Und jetzt rührt sich das Ding auch nicht mehr. Dann kann ich jetzt hier vernünftig fräsen. Brauche das hier nur rauszunehmen. Alter Schwede, das ist ja richtig schlecht. Also das ist normal nicht mein Anspruch. Jetzt werde ich, glaube ich, nochmal außen rum zeichnen und das Ganze noch so ein bisschen wegstemmen. Aber das wird auch nicht viel besser aussehen hinterher. Ich werde das jetzt mit Sekundenkleber verkleben. Und ich habe auch Aktivator mittlerweile. Habe ich noch nie benutzt, will das mal ausprobieren jetzt. Mal gucken, wie das läuft. Hoffentlich klappt das, weil ansonsten kann ich von vorne anfangen.
Alter Schwede, das ist schon fest. Ich wollte das noch ein bisschen ausrichten. Ja, das war's. Aktivator braucht man da gar nicht. So schnell geht das hier. Tja, das ist dann so. Na super. Ich hau jetzt noch ein paar kleine Nägel rein. Das sind so ganz kleine Dinger, die ich noch gefunden habe. Einfach zur Stabilisierung. Vorher bohre ich aber vorher nicht, dass mir das noch auseinandersplittert. Und dann können wir das mal ausprobieren. Ich bin gespannt. So, es kommt natürlich ein bisschen auf das Holz an. Dieses Holz gibt ein bisschen sehr nach. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Also der passt schon ziemlich gut rein. Vielleicht werde ich nochmal ein bisschen nachjustieren. Und dann das Ding da rein. Das ist auch soweit okay. Da wackelt nichts. Und so habe ich mir das gedacht. Die Striche sind auch übereinander. Jetzt kann man natürlich das Ganze weiten, indem man hier den Riegel wegmacht. Auf der anderen Seite auch. Und dadurch gibt es ja die Möglichkeit, jetzt etwas weiter nach außen zu kommen. Damit habe ich dann mehr Platz und kann den Dübel auch ein bisschen variieren. Ah, jetzt habe ich ja vergessen, jetzt fehlt ja hinten noch was, denn ich wollte noch dafür sorgen, dass der Fräser tatsächlich in der Mitte stehen bleibt. Das müssen wir jetzt auch noch haben und dann ist das Projekt eigentlich abgeschlossen. Naja, das war jetzt ganz einfach. Hier was zwischengepackt, der lässt sich jetzt nicht mehr bewegen. Wenn man das nicht benötigt, klappt man es einfach runter, verstaut das hier, der ist wieder normal beweglich. Und wenn man das feststellen will, klappt man das einfach hier hoch und fest ist. Wie gesagt, total einfach und ich zeige euch jetzt natürlich nicht, wie viel Anlauf ich gebraucht habe, bis diese Scheißklötze endlich dazwischen passten, auf beiden Seiten gleich. Also ihr müsst schon ein bisschen rumbasteln. Wie man sieht, es funktioniert und ich muss sagen, ich bin jetzt heilfroh, dass das Projekt fertig ist. Das war wieder super aufwendig, hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass das so viele Stunden im Keller dann gibt. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und ich glaube, ich brauche erstmal eine kleine Pause. Wir werden uns demnächst wiedersehen. Bis dann, macht's gut, tschüss zusammen. Thank you.